Ich, der Michael Mettlang und ich. Die Technik ist echt immer wieder spannend und da hilft nur Brust raus, Bauch rein. Gehen noch mal kurz raus und starten neu. Das haben wir gerade gemacht. Hier ist Antje Müller von Endlich Entspannt Essen. Und ich bin heute hier im Interview mit Michael Mösslang von Jetzt Selbstsicher oder Selbstsicher Jetzt. Ich kriege es immer durcheinander. Jetzt selbstsicher. Heißt deine Genau. Website. Und ich bin hier in einer Rolle, die für mich noch ziemlich neu ist und noch dazu vertauscht. Also wer gewohnt ist, Interviews zu sehen, die Interviewerin sitzt heute auf der falschen Seite sozusagen. Ja, das macht aber gar nichts, weil wir haben einfach nur die Technik anders verwendet als sonst üblich, aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Das Thema heute haben wir mal aufgehängt an der Kombination aus meinem Thema und deinem Thema. Mein Thema ist ja das Stichwort Gewicht. Ich bin eben klassische Ernährungsberaterin und komme aus dem Bereich und beschäftige mich auch eben damit, was hat denn das Gewicht mit Selbstbewusstsein, mit wie fühle ich mich wohl zu tun? Dein Ansatz kommt vom Stichwort Selbstsicherheit. Und Genau. da du das am besten weißt, erzähl doch bitte ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was bringt dich zum Thema Selbstsicherheit? Ja, erstmal ein herzliches Hallo an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Michael Mösslang und ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich ursprünglich Präsentationstrainer bin, da schon seit vielen, vielen Jahren auf den Bühnen. Und was die Menschen immer am meisten gedrückt hat, war das Thema Lampenfieber. Und da habe ich einiges dazu entwickelt, einiges dazu ja, einfach gesammelt auch und habe aus diesem Thema dann irgendwann, weil es ja nicht nur auf der Bühne relevant ist, das Thema Selbstsicherheit entwickelt und gebe es seit 8 Jahren als Seminar und jetzt seit einer ganzen Weile auch im Online-Bereich, also erst seit ein paar Monaten, aber trotzdem, es wächst langsam. Ja, also das heißt, du trainierst online zum Thema Selbstsicherheit. Genau. Und ich habe ja dir schon eine etwas ketzerische Frage angekündigt. Wenn ich mich einfach mal in die Schuhe meiner Zuhörerinnen stelle, Frauen, die so ein Thema mit Gewicht und mit Wohlbefinden haben, was könnte mich als Frau dazu bewegen, genau dich als Mann zu fragen? Ja, das ist eine gute Frage. Der Punkt ist nämlich tatsächlich der, das hat sich so ergeben im Laufe der Zeit. Das heißt, ich habe schon vor einiger Zeit, habe ich aus den Reihen der Zuschauer sind Frauen auf mich zugekommen und gesagt, sie hätten da gerne Unterstützung. Und unter anderem auch tatsächlich, zum einen, weil sie mich gut fanden, vielleicht auch sympathisch fanden, ich weiß es nicht. Und zum anderen, weil sie gesagt haben, ja, gerade die männliche Sicht der Dinge ist manchmal ganz hilfreich, weil die weibliche haben sie ja selbst. Ja, tatsächlich ist es so, dass die meisten Frauen erstmal zu einer anderen Frau gehen, aber da trifft eben Frau auf Frau und in manchen Situationen geht es eben auch um die männliche Sicht der Dinge. Und die ist halt manchmal eben doch anders. Und da kann ich helfen. Und ich arbeite auch ganz ehrlich viel lieber mit Frauen zusammen als mit Männern. Das soll jetzt keinen Mann vergraulen, aber mein Schwerpunkt sind schon die Frauen. Ja, okay. Was macht den Frauen in der Zusammenarbeit für dich spannender? Frauen sind empathischer. Und Frauen sind kommunikativer und Frauen stehen mehr zu ihren Gefühlen. Ja, Männer wollen immer so ein bisschen cool sein und wollen sich keine Schwächen eingestehen, also sich selbst nicht. Und wenn sie sich selbst nicht eingestehen, dann haben sie auch Schwierigkeiten mit anderen, mit dem Coach, mit dem Trainer darüber zu sprechen. Genau. Ich habe im Vorfeld auch ja mal meine Leserinnen, meine Hörerinnen, diejenigen, mit denen ich auf Facebook in Kontakt bin, gefragt, was soll ich denn von euch aus, Michael, fragen? Und da kam so die Aussage, ich weiß nicht, wie ich rüberkomme bei anderen Personen. Und das war in dem Fall von jemandem, die ganz viel abgenommen hatte. Das heißt, deren Körper hat sich wirklich verändert im Laufe des letzten Jahres. Und sie sagte eben so, ja, ich bin einfach ganz unsicher, wie ich rüberkomme. Und hat dann eben so die Frage angeschlossen, wie kann ich denn da an meinem Selbstbild arbeiten und wie schaffe ich es, sie hat es genannt, gelassener zu sein. Ich nehme das jetzt erstmal so als Frage mit, wie kann ich es schaffen,
eben, ich sag's mal ganz platt, gut rüberzukommen, selbstsicher rüberzukommen. Ja, ja. Was ist das überhaupt? Was ist das überhaupt? Genau. Ja, was ist überhaupt Selbstsicherheit? Genau. Naja, das war jetzt eine ganze Menge Sachen natürlich drin. Also zum einen, ich definiere Selbstsicherheit als eine Kombination aus Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, was für mich drei vollkommen unterschiedliche Sachen sind. Und wenn es ums Äußere geht, dann spielt es ja vor allem in den Selbstwert ganz, ganz stark mit rein. Selbstsicherheit ist dann, wenn alle, oder selbstsicher fühlt man sich dann, wenn alles zusammenkommt. Und wie die Frage schon impliziert, es geht eben bei der Selbstsicherheit nicht nur ums Fühlen, sondern es geht auch darum, wie komme ich bei anderen rüber? Warum? Weil das natürlich gerade im Job oder immer dann, wenn ich von anderen Menschen irgendwas erreichen will, eine gewisse Relevanz hat. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Ja? Es gibt natürlich so ein paar, die sagen, okay, ich mache mein Ding. Ich, Hauptsache mir geht's gut und egal, was die anderen von mir denken. Wenn das für jemand okay ist, ist es auch vollkommen okay. Aber die meisten von uns, die haben irgendwelche Jobs oder haben Familien oder haben sonstige Beziehungen, wo sie auch Dinge durchsetzen wollen, erreichen wollen, im Job vielleicht auch mal präsentieren, verkaufen oder wichtige Gespräche mit dem Vorgesetzten führen wollen, dann geht's natürlich schon auch darum, wie wirke ich nach draußen. Auf der anderen Seite, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, darf man gerade mit dem Aspekt des Selbstwertes, sich selbst nicht zu sehr davon abhängig machen, wie es bei anderen ankommt. Weil wenn wir immer nur davon ausgehen, wie kommt es bei anderen an, dann vergessen wir uns selbst dabei ganz stark. Und damit entziehen wir der ganzen Sache wiederum die Basis, weil wir selbst natürlich das Wichtigste sind in dieser ganzen Kette. Und wenn das, in jedem dieser Wörter ist ja ganz vorne auch selbst drin, ja, wenn das verloren geht, dann funktioniert gar nichts mehr. Also ist es sehr wichtig, sich da auf sich selbst zu fokussieren. Ja, also das passt eigentlich ganz schön so zu dem, wie ich jetzt arbeite, so diese, die Kombination einerseits, es geht immer darum, erstmal ein Wissen zu kriegen darum, wie ist es überhaupt, dann geht es darum, ein Verhalten zu üben, unten drunter dieses, das nehme ich immer so als Beschreibung mit, das Herz muss dabei sein. Es macht dann am meisten Sinn, wenn man es fühlt. Ne? Ja. Siehst du da einen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, molligen oder dicken und schlanken Frauen? Unterschied bei was? Beim Selbstwert oder? Ja, und oder auch bei der Art? Bei der Kombination von allem. Dieses ja. Können, frage ich mich gleich nochmal so zwei, drei praktische Sachen dazu. Ja, ja. Oh, jetzt war gerade kurz der Ton weg. Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen, bitte? Ja, so die, wie kriegt diese Verbindung zwischen Wissen, Handeln und Fühlen? Okay. Ja, ja. Ist das unterschiedlich bei Frauen mit unterschiedlichem Gewicht? Ja, also es gibt ja nicht nur Menschen, die unter zu dick leiden, es gibt ja auch Menschen, die unter zu dünn leiden. Also es ist ja gibt's ja in alle Richtungen. Nur was da oft auch dahinter steckt, ist ja Folgendes. Wir, wenn unser Selbstwertgefühl insgesamt niedrig ist, was immer jetzt die Gründe sind, da kann man dann nochmal separat schauen, dann suchen wir dafür gerne Gründe. Und dann machen wir es zum Beispiel an unserem Aussehen fest. Das muss ja jetzt nicht dick oder dünn sein, das kann ja auch eine krumme Nase sein oder was auch immer. Oder zu klein oder zu groß oder ein schiefes Bein oder sonst was. Das heißt, wir neigen dazu, uns dann irgendetwas zu suchen und glauben, wenn das nur in Ordnung wäre, dann wäre der Selbstwert besser. Das ist aber meistens nicht so. Also es gibt ja auch Menschen, die haben tatsächlich 20, 30 Kilo abgenommen, waren danach das, was man sich so vorstellt als richtige Figur, also sprich auch in diesem gesunden Bereich, wie man mal das jetzt bezeichnen will, und waren deswegen auch nicht glücklicher. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man nicht abnehmen soll, wenn man zu viel hat oder nicht zunehmen soll, wenn man zu wenig hat. Aber diese Geschichte, dass man es an so äußeren Sachen festmacht, das ist meistens nur so eine Illusion. Das ist es alleine nicht. Weil wenn wir dann die richtige Figur haben, dann finden wir das Nächste. Dann ist unser Auto zu klein oder dann ist unser, jetzt bei Frauen, dann ist der Busen zu klein oder zu groß oder der linke größer als der rechte. Oder bei Männern, dann ist es halt was anderes, was zu klein ist. Also es sind halt immer so Geschichten, wo wir es dann schnell mal wieder festmachen. Und das ist nicht wirklich zielführend. Genau. Aber erstmal der erste Gedanke natürlich bei den meisten. Ja, ich funke dir mal
Eben dazwischen, Michael. Ich habe im Moment gerade ganz große Tonschwierigkeiten. Das heißt, ich kriege von dir Ja. die Fragmente mit, aber von dem, was ich mir jetzt zusammengehört habe, ich hoffe, dass das für die Zuschauerinnen besser zu verstehen und zu sehen ist. Also zumindest hat Mariam geschrieben, dass es auch ihre Coaching-Erfahrung ist, was ich gerade gesagt habe. Also von daher hat sie zumindest soweit verstanden. Ich hoffe auch mal. Ja. Ich habe das heute schon mitgekriegt. Ich habe heute auch diverse Seiten von Facebook haben sich nicht aufbauen lassen und so weiter. Also irgendwie hat Facebook mit der großen Umstellung, die sie gerade haben, ein riesen Tempoproblem oder was immer. Ja, also die Technik bei uns ruckelt sie, offensichtlich ruckelt sie auf Facebook nicht, das ist schön. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist so deine Aussage, dass Gewicht alleine gar nicht das Ding ist oder wenn sich körperlich was verändert, ist die Genau. Sache mit dem Selbstwert nicht automatisch dadurch. Das finde ich schon Ja. einfach was bei mir auch in den Beratungen immer wieder auftaucht. Abnehmen oder das Gewicht verändern oder den Körper verändern ist eben eine Sache. Und wenn wir dann nicht danach gucken, was passiert unten drunter mit dem Gefühl, Ja. wird es dann schwierig. Ich würde dich trotzdem gerne mal zwei, drei praktischen Sachen Ja. fragen. Also ich habe jetzt in den Vorvideos auch tatsächlich selber mal ein bisschen damit rumgespielt, das, was ich gestern Morgen gemacht habe, da habe ich wirklich mal eher so eine Haltung eingenommen und dann dieses Brust raus, Bauch rein. Mal jetzt vier Tipps, die du geben kannst, Ja. die dann nach meiner Arbeit aus durchaus auch Auswirkungen darauf habe, wie ich mich fühle. Also Ja. Körperhaltung. Ja, genau. Vielleicht noch ein ganz kurzes Feedback. Die Hildegard hat gerade geschrieben, ich sei gut zu hören und bei Antje, bei dir gibt es immer ein bisschen Aussetzer. Also ja, wie gesagt, Facebook hat heute irgendein Problem, wir werden es hinkriegen. Ja, jetzt zu deiner Frage. Es ist, was du angesprochen hast, ja die Körperhaltung. Und das ist tatsächlich was, was eine sehr wichtige Rolle spielt. Zum einen von der Wirkung. Jemand mit einer aufrechten, geraden Haltung hat eine selbstsicherere Wirkung auf andere. Das hat ganz frühe Wurzeln, also weit bevor es Sprache gab. Das ist sicherlich seit vielen Millionen Jahren schon so fest drin. Die Menschheit ist 5,9 Millionen Jahre alt. Das ist ein ganz starkes Signal, das weltweit einheitlich überall so ist. Aufrechte Haltung symbolisiert, ich bin stark, ich bin selbstsicher. Das Faszinierende ist, dass das eine umgekehrte Wirkung auch hat. Das heißt, wenn wir gerade stehen, wenn unser Körper aufgerichtet ist, dann geht über den Weg der Hormone ein Impuls an unser Gefühl. Wir fühlen uns also auch selbstsicherer. Zum Beispiel gibt es eine Studie, die gerade vor 2 Jahren, glaube ich, war es, von Amy Cuddy veröffentlicht wurde. Ist aber nicht die einzige, die es dazu gibt. Ist nur die populärste im Moment. Sie hat zum Beispiel festgestellt, wenn sich jemand nur 2 Minuten in so eine fast schon übertriebene Pose, also in so eine Aggressionspose eher, sie nennt es Power Pose, hinstellt, also beispielsweise mit in die Hüften gestemmte Hände oder ähnliches, breitbeinig, dann erzeugt es mehr Testosteron und senkt den Cortisolspiegel. Und damit fühlen wir uns tatsächlich selbstsicher. Das gilt übrigens auch im Tierreich. Die hat es erst bei Affen und später erst bei Menschen getestet. Und das ist jetzt nur eine Geschichte. Das kennt aber jeder von uns. Beobachtet mal Leute, die gerade traurig sind, denen es gerade schlecht geht. Was tun die? Die senken die Schultern nach vorne und sitzen eher oder stehen eher eingekauert da. Und das ist genau der Effekt, die unterstützen damit noch ihr Gefühl. Das heißt, es ist dann so eine Spirale. Drum ist es zum Beispiel, wenn es uns schlecht geht, ist es wichtig, genau das Gegenteil zu tun, uns nämlich aufzurichten und womöglich sogar in Bewegung zu bringen. Also als Junge haben wir alle gerne in der Disco oder heute heißt es ja Clubs getanzt und manche tun es auch noch, aber die meisten haben es irgendwann aufgehört. Ich gestehe, ich gehe auch nicht mehr so oft zum Tanzen weg, weil ich die Zeit gar nicht habe. Aber das ist tatsächlich so eine Geschichte. Da werden Hormone freigesetzt und dann geht es danach gut. Und das ist ganz hilfreich. Nur, wir müssen nicht unbedingt in die Disco gehen, sondern wenn wir gerade mal uns schlecht fühlen, dann einfach auch zu Hause mal ein bisschen rumhüpfen wie blöd. Also, das meine ich jetzt tatsächlich so. Und du fühlst dich danach richtig gut. Ja. Das ist ein kleiner Tipp, ja, Ja. aber das ist ein nicht zu unterschätzender Tipp, weil wir oft überhaupt nicht an unsere Körpersprache denken. Ja,
Also wie gesagt, ich habe leider wieder die Details nicht verstanden, aber so dieses, dann, wenn es dir doof geht, auch dran zu denken, eine andere Haltung einzunehmen. Ne? Und ich glaube, das ist auch so eine Mischung aus einerseits sich das bewusst machen, da kommt wieder dieser Wissensteil, und dann tatsächlich dann auch wirklich mal ein paar Tage zu sagen, ich trainiere das. Sagen so, warum immer. Da hat ja die Vera Birkenbiel so schöne Sachen gemacht mit klemm dir einfach mal den Bleistift eine Minute zwischen die Zehen. Und solche Sachen haben schon eine erste Wirkung auch. Ne? Ja, was da dahinter steckt, ist, dass wir Gewohnheitstiere sind. Das heißt, wir machen ja immer wieder das Gleiche. Wir finden ja das Rad nicht jeden Tag neu. Und gerade die Körperhaltung oder eben auch, du hast jetzt gerade das, was Vera F. Birkenbiel da meinte, war ja auch das Lächeln, dass viele zu wenig lächeln. Und ähnliche Sachen. Das hat ja was mit Muskulatur zu tun, das hat was mit Nerven zu tun und das hat was mit Gewohnheiten zu tun. Und die Folge ist einfach, dass wir dann, wenn wir es trainieren, tatsächlich auch auf Dauer unsere Haltung oder auch unser Lächeln verbessern können. Und da empfehle ich immer, nutzt, es wird sich keiner jeden Abend hinstellen und eine halbe Stunde gerade stehen üben oder ähnliches. Aber ich empfehle immer, nutzt Situationen, wo ihr sowieso stehen müsst. Also so Klassiker sind Bushaltestationen oder an der Supermarktkasse oder ähnliches. Und achtet mal drauf, dass ihr da wirklich fest auf beiden Beinen steht, also wirklich fest geerdet, beide Beine am Boden, nicht Stand- und Spielbein, wie es viele machen, oder diese, ich nenne es immer die Pipi-Haltung, also was ja Frauen ganz gern mal machen, dass sie so die Beine überkreuzen, sondern wirklich mit beiden Beinen fest am Boden und den ganzen Körper gerade. Das ist schon der erste Schritt und das ist schon ganz wichtig. Und zwar auch dann, wenn die Gewohnheit wieder sagt, oh, das ist aber unbequem oder das ist aber komisch. Nein, ist es nicht, sondern dir kommt es nur komisch vor, weil du es nicht gewohnt bist. Und wenn du es auf Dauer machst, dann wird es eine neue Gewohnheit und das ist das A und O. Und auf der anderen Seite bin ich mir ziemlich sicher, dass dann auch immer mal wieder auftaucht, wenn ich mich in dieser ungewohnten Haltung unwohl fühle. Und unwohl ist ja ein ziemlich starkes Gefühl, dass es dann lohnt, danach zu gucken, okay, was ist denn da unten drunter? Also jemand blöde Erlebnisse, sei es aus der Kindheit oder der Jugend mit sich rumschleppt, ich sage das jetzt mal so ein bisschen platt, wird möglicherweise durch eben eine neue Haltung eher wieder damit konfrontiert, mit dieser Lücke zwischen so viel. Und dann macht es natürlich einen Sinn, also zum einen zum Dranbleiben, wo du eben sagtest, Gewohnheitstier, und zum anderen aber auch zum Gucken, ah ja, okay, was macht es im Zweifelsfall unangenehm? Dafür ist ja ein Coaching, eine Beratung gut, dafür holen wir uns ja jemanden an. Ja, also es können Ja. tatsächlich, wie du sagst, diese Kindheitsthemen sein oder es sind eben einfach tatsächlich auch nur ganz banale Gewohnheiten. Also nicht jede Gewohnheit steckt immer gleich ein Kindheitsthema dahinter. Beides ist möglich, beides ist denkbar und Körperhaltung war ja jetzt nur eines. Das geht dann natürlich auch in Bewegungen. Und ich meine, ohne jetzt deine Arbeitsweise genau zu kennen, aber wenn ich so an meine eigene Ernährung denke, das sind einfach auch manchmal ganz schön dämliche Gewohnheiten drin. Und die würde ich auch gerne mal verändern, beziehungsweise ich tue es halt dann. Und das ist genau der Schritt. Ich muss mich dann zwingen, es eine Zeit lang anders zu machen, damit ich dann eine neue Gewohnheit etabliere. Oh, und jetzt ist sie ganz weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich noch seht, aber bei mir ist jetzt Antje rausgeflogen. Kann mir mal jemand, ich hab ja noch Zuschauer hier drin, könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr die Antje seht, ob ihr mich seht? Das ist jetzt irgendwie die Technik immer. Kann jemand mal kurz schreiben, ob ihr mich gerade seht? Ja, ich bin noch zu sehen. Okay, dann warten wir mal kurz, ob die. Sorry, aber das ist halt irgendwie immer wieder die Technik. Dann warten wir mal kurz, ob die Anti jetzt gleich wieder reinkommt. Und ja, Anti ist leider weg. Schade. Ich schaue jetzt mal. Vielleicht kommt sie ja gleich noch rein. Wenn nicht, dann war es ein kürzeres Interview als geplant. Wir hatten eine halbe Stunde geplant. Aber scheinbar ist ihre Internetverbindung doch irgendwie oder eben Facebook. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe heute früh schon mein Face Selbstia Morning gehabt
Und das ging noch, aber ich wollte danach die Seite neu laden und das hat ewig gedauert. Und dann bin ich auf andere Seiten auch. Also irgendwie, da war der Wurm drin. Facebook stellt ja gerade das Design ziemlich stark um. Vermutlich hat es damit zu tun. Tja, ich kann vielleicht noch was, weil ich habe mit, machen wir es einfach so, ich mache jetzt das Interview weiter ohne den Interviewer. Antje hat mich nämlich im Vorfeld noch was gefragt und zwar ging es da nochmal um, ja, um so dieses Thema, dass zu viel Gewicht oft ja auch was zu tun hat mit so einer Art Kummerspeck oder Schutzschild und dass man eben oft die Dinge, die einen belasten, dadurch zu kompensieren versucht, dass man sich eben was anisst. Und zwar meistens ohne groß drüber nachzudenken. Also man sagt ja nicht bewusst, ich habe jetzt Kummer, deswegen esse ich jetzt was, sondern da ist dann so dieses Gefühl da. Und dass eben deswegen bei vielen vielleicht auch so ein Grund dahinter steckt, dass da irgendwas da ist. Jetzt habe ich zwar eine Meldung bekommen, aber es war, glaube ich, nicht die Antje, oder? Schau mal gerade, ob das die Antje war. Boah, Facebook ist halt echt langsam. Ich kriege ja nicht mal die Messages. Doch, da, Antje hat eine Nachricht geschickt. Ja, also sie schreibt, dass sie versucht, sich neu einzulocken. Hoffen wir mal, dass das klappt. So, jetzt zurück zu diesem Kummerspeck oder Schutzpanzer. Ja, da ist natürlich auf jeden Fall was dran. Die Frage ist, was kann man da dagegen tun? Vielleicht auch mit den Methoden, mit den Denkweisen, mit denen ich rangehe. Und das ist tatsächlich, dass man erstmal anfängt, sich selbst zu akzeptieren. Ja, wir können, wenn wir uns selbst hassen, und viele tun das ja, dass sie sich oder ihren Körper oder bestimmte Teile des Körpers, eben zum Beispiel die Fettpölsterchen oder ähnliches hassen. Und wenn wir das tun, wenn wir etwas hassen, dann ist einfach die Thematik die, dass wir dann in den Widerstand gehen. Und ich sage immer, einer meiner Lieblingssprüche ist, Druck erzeugt Gegendruck. Das heißt, wenn wir Druck gegen das aufbauen, dann erzeugt das auch noch mehr Macht und Kraft und dann werden wir noch dicker oder noch was immer es eben ist. Das ist also nicht der richtige Weg, sondern wir brauchen zunächst einmal eine Möglichkeit, das anzunehmen, uns selbst zu akzeptieren. Und das hört sich für viele erstmal unmöglich an, ich kenne das, aber das geht. Und zwar geht es schon damit los, um jetzt auch wieder eine kleine Übung zu nennen, wie du dich in der Früh im Badezimmer begrüßt, wenn du dich im Spiegel siehst. Ja. Und jeder Mensch, und selbst wenn jemand 50 oder mehr Kilo zu viel hat, findet irgendwas Schönes an sich. Was du machen solltest, und zwar wirklich jeden Tag mindestens einmal, vielleicht jedes Mal, wenn du vor den Spiegel trittst, schau irgendetwas von dir an, was dir besonders gut fällt. Aber schau dir vor allem auch in die Augen. Also nicht nur den Bauch runter oder sonst irgendwas. Ja. Jetzt schreibt sie auch nochmal hier im Chat, dass sie es noch versucht, sich einzuloggen. Ja, vielleicht klappt es ja noch. Also schau dir auch in die Augen, lächel dich an, sei freundlich zu dir selber. Und auch da ist es so, erstmal über die Körpersprache, also wirklich erstmal anlächeln. Und mit der Zeit, am Anfang können sich manche vielleicht nicht mal richtig in die Augen schauen, ja. Aber mit der Zeit wirst du dich dran gewöhnen und dann gewöhnt sich auch dein Körper dran. Und dann fängst du auch Stück für Stück an, deinen Selbstwert über diesen Weg aufzubauen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Weg, dich mit dir selbst anzufreunden, so wie du bist, und dann trotzdem dran zu arbeiten, es in die Richtung zu verbessern, die du möchtest. Es geht nie darum, dich mit anderen zu vergleichen. Das bringt uns nie weiter, weil es gibt immer jemand, der attraktiver ist, der schlanker ist, der hübscher ist, der größer, kleiner, sonst was ist. Es gibt immer Leute, die attraktiver sind. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Freund davon, immer irgendwie sowas wie zum Beispiel die Modewelt und die Magazine dafür verantwortlich zu machen. Die machen ihr Business. Das ist deren Business. Das wird sich nicht ändern. Das sollte es weder Verbote noch irgendwie diese ganze Ding geben. Das ist halt so. Sondern du musst für dich selber erkennen, was für dich wichtig ist und was für dich das ist, was du erreichen willst und dich nicht mit irgendwelchen Photoshop-retuschierten Models vergleichen und auch nicht mit der vielleicht attraktiveren Nachbarin oder dem attraktiveren Nachbarn oder wem auch immer, sondern vergleiche dich mit dir, wie du gestern warst. Und wir leben im Laufe des Lebens ungefähr 30.000 Tage. Ich weiß nicht, wie viele du davon schon verbraucht hast. Bei mir ist es mehr als die Hälfte. Bleiben immer noch eine ganze Menge Tage übrig, mehrere tausend. Und wenn du jeden Tag auch nur so ein klitzekleines Stück besser wirst, dann
kommst du dahin, wo du hinkommen willst. Und vergleich dich nur mit dem, wie du gestern warst. Und erwarte auch nicht, dass du jeden Tag besser bist. Ah, jetzt, das hat geklappt. Hallo Antje, welcome back. Ich habe so lange das Publikum einfach, ich wusste ja eine Frage, die du vorher gestellt hast, nämlich, was kann man tun mit dem Selbstwert, wenn man das Gefühl hat, dass man sich deswegen mehr anisst, weil man einen mangelnden Selbstwert hat. Und da habe ich jetzt gerade noch ein bisschen was drüber erzählt. Also die Frage habe ich schon abgehandelt, ohne dass du sie mir jetzt gestellt hast. Ich hoffe, das war in deinem Sinne. Völlig in Ordnung. Das liegt man ja als Interviewerin im ersten großen Interview rauszufliegen. Das ist ein echtes Selbstsicherheitstraining, was ich hier gerade absolviere. Ich stehe immer gerne dafür zur Verfügung. Okay, der Himmel hat gewusst, dass das gut trainiert. Genau, das ist auch das, wie ich dich so wahrnehme, eher als Sparringspartner, ne? Dann Genau. für so ein Training, ne? Ja. Ja, ich bin gespannt auf deine Antwort und habe jetzt gerade eben überlegt, es sind ja einige Leute im Chat. Wenn es von euch noch Fragen gibt, schreibt sie gerne in den Chat. Mindestens Michael sieht sie, doch sehen tue ich sie auch. Und dann können wir die jetzt noch beantworten. Falls das mit der Technik so wackelig bleibt, lass uns doch noch mal eben auf die zwei Sachen kommen, die wir auch noch vorstellen und ankündigen wollen. Zum einen mal von dir die Frage, ich weiß, dass du eben deinen Selbstsicherkongress, den du gerade eingeblendet hast, in der Genau. Planung. Zum einen erzähl gerne mal drei Sätze insgesamt dazu. Und dann ist für mich natürlich, ich habe die Speakerliste schon gesehen, 28 Speaker sind natürlich eine Hausnummer. Ich Ja. finde natürlich für meine Zielgruppe spannende Frage, gibt es ein, zwei oder drei, die du besonders empfehlen kannst, gerade so vor dem Hintergrund, wie ist das mit Selbstwert und Körpergefühl, wie ist das mit Selbstwert und Umgang mit meiner Gesundheit und dem Ja. Essen? Gibt es da dabei, die da den Fokus drauf haben? Ja, also erstmal ist es natürlich immer schwierig, einzelne hervorzuheben, weil du sagst ja gerade 28 Experten und die sind alle super. Also da ich hab wirklich Glück gehabt, dass mir sehr, sehr viele zugesagt haben. Ich habe nur zwei nicht bekommen, die ich gerne gehabt hätte aus Termingründen, weil sie einfach null Zeit hatten. Ansonsten wirklich eine super Line-up und es sind eben nicht nur 28, es sind 28 wirklich Top-Leute und es sind sehr unterschiedliche Themen dabei. Jetzt steht natürlich jeder woanders. Ich habe also Leute dabei, wie beispielsweise aus dem spirituellen Bereich, der ja auch, wo man ja letztendlich irgendwo immer landet, wenn man sich mit Selbstsicherheit, mit Gesundheit, mit all diesen Themen beschäftigt. Das dauert ein paar Jahre, aber irgendwann landen dann viele doch bei so Themen wie Achtsamkeit, Spiritualität etc. Und gerade achtsames Essen beispielsweise ist ja ein wichtiger Punkt. Auch wenn wir jetzt nicht speziell über das Essen gesprochen haben, aber zur Achtsamkeit habe ich so Experten drin wie Laura Seiler, Christian Rieken, Peter Beer, Andreas Goldemann. Man kann sogar Tim Hamer mit reinzählen, der ja über Selbstwert spricht und da auch sehr spirituell ist und so weiter. Ich habe aber auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel eine schaut ja auch zu, Mariam Wienen, die sich mit dem Thema Single Balance da auch beteiligt hat und auch zu dem Thema Beziehung, Sexualität, Partnerschaft und so weiter habe ich auch noch zum Beispiel Anne Heinze oder Letizia Lenden drin und so weiter. Also ich habe zu allen möglichen Bereichen, schaut euch die Landingpage an, also diese Seite, die ich euch jetzt eingeblendet habe, da sind alle Experten drin. Ich werde auch noch, ich weiß aber den Termin nicht, ich werde auch noch ein Webinar machen, wo ich die Experten mal einzeln vorstelle, damit jeder für Das sich raussuchen kann, wer wirklich der Interessanteste ist. ja, das finde ich insofern toll. Ich habe nämlich so beim Drübergucken, ich buche dich immer noch eher so unter, oder was heißt immer noch, bist du ja auch, über die Business- und Berufsschiene. Und da ist so beim ersten Hingucken, finde ich, muss man tatsächlich, oder finde ich, lohnt es sich, nochmal genauer hinzugucken. Selbstwert ist nicht nur den Bläser glatt ziehen im Beruf. Ich Nee. sage das jetzt mal so flapsig. Ne? Und da steckt viel mehr hinter. Genau das Stichwort Achtsamkeit. Ich persönlich mag dieses Schlagwort nicht so gerne, aber das Konzept dahinter wirklich, achte auf dich und Genau. dich achte dich. Total wichtig, da freue ich mich schon sehr drauf. Ne? Ja. Genau, ihr seht ja hier eben die Seite, unter der ihr euch einloggen könnt. Da kann man sich dann anmelden zu Ist dem Termin. kostenlos, ganz wichtig. Ja, und ist, wie
wie viele Tage lang? 9 Tage lang geballte Influencer. 10 sind sogar, glaube ich, ja. Ja, 10 Tage, jeden Tag 3 Interviews, geht los am 8. September. Und wie gesagt, also ich freue mich schon wahnsinnig, weil ich hatte wahnsinnig viel Spaß bei den Gesprächen und ich glaube, zumindest meine Überzeugung, dass die Zuschauer diesen Spaß auch spüren werden und entsprechend auch haben werden. Ja, toll. Also wie gesagt, freue ich mich total drauf. Und dann sind sie ja automatisch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mit dir dann verbunden und können dann einfach auch verfolgen, was du so weitermachst. Ne? Genau, Ich wollte, ja. genau, danke erstmal. Ich wollte auch die Gelegenheit nutzen, dass ich nochmal meine neue Idee hier vorstelle. Und Michael hat jetzt gerade schon meine Mailadresse eingeblendet. Ich bin nämlich noch nicht ganz so weit, damit meine Webinar-Software einzurichten. Und meine Idee, was ich gerne in der nächsten Zeit anbieten möchte, noch nicht mal als sogenannter Beta-Kurs. Beta-Kurs ist ja ein Testlauf, wo man Leute zu A, vergünstigten Bedingungen und B, dann eben auch mit Feedback, das Konzept ist noch nicht ganz fertig, nimmt. Ich mache es sogar noch davor. Ich mache eine Alpha-Phase. Das heißt, ich möchte 1 bis 2 Webinare machen zu dem Thema, wie finde ich denn wirklich mein Wunschgewicht? Weil ich ganz oft die Erfahrung mache, ich habe die Vorstellung, was wir vorhin auch hatten, wenn ich erst mal 10 Kilo weniger wiege, fühle ich mich besser. Und dann nehmen viele ja wirklich richtig was auf sich, um diese 10 Kilo abzunehmen. Und wenn es klappt, ist es oft genau die Erfahrung, die wir öfter schon benannt haben. Oh Mensch, das alleine macht mich auch nicht glücklicher. Und dieses Stichwort, die meisten Leute nehmen hinterher wieder zu, ist was, wo ich denke, da ist so viel unnötiges Leiden drin, dass ich mal auf die Suche gemacht habe nach Methoden, schon entweder vorher oder bevor ich in die nächste Diätrunde einsteige, zu sagen, Moment mal, ich beschäftige mich mal damit, wie ich wirklich das Gewicht finde, was zu mir passt. Und das biete ich an in Form eines Webinars, am Anfang wirklich bewusst auch in kleinen Gruppen, wo ich dann eben mit dir zusammen anhand von Fragen und anhand von Übungen, die man gut eben über so ein Webinar vermitteln kann, zum Thema Wohlfühlgewicht. Ja, arbeite klingt immer so schwer. Das ist auch durchaus leicht und macht Spaß. Und weil ich das noch nicht ganz fertig habe, möchte ich diejenigen, die Lust darauf haben, erstmal wirklich kostenfrei in diesem Testlauf dabei zu sein, mir eine Mail zu schicken an willkommen@antjemüller.de und dann sage ich dir Bescheid, sobald eben das Webinar steht und sobald dann eben die ersten Intensiv-Webinare losgehen. Super, das hört sich doch ein interessantes Angebot an. Wenn ich Zeit habe, bin ich vielleicht auch dabei. Können wir gerne mal schauen. Und gibt es noch irgendwas, was du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Also erstmal Fragen sind keine mehr gekommen. Entweder haben wir alle mit unserem Input erschlagen oder doch, jetzt kommen wir was. Danke für das. Also danke noch. Ja, danke Ina auch, dass du dabei warst. Genau. Und Ina Mantai schreibt auch schon, dass sie gerne als Alpha-Testerin dabei ist, Antje. Also da hast du schon die erste gewonnen und mit mir vielleicht den zweiten, wenn es Termin nicht passt. Ja, was vielleicht von meinem Abschluss noch, also dir nochmal, Antje, vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit. Ich finde es immer ganz, ganz toll, wenn Leute wie du wirklich ihren Leuten guten Input liefern, gute Möglichkeiten bieten, sich sowas abzuholen. Es ist ja auch alles kostenlos und es steckt trotzdem eine ganze Menge Arbeit dahinter. Das darf man bitte immer nicht unterschätzen. Und wir hatten jetzt tatsächlich eine ganze Menge Arbeit, das mit der Technik alles hinzukriegen. Also es waren ja nicht nur diese 35 Minuten Gespräch, sondern es war ja auch vorher eine ganze Menge. Und Ja. danke dir dafür, dass du das machst und dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, meinen Kongress vorzustellen. Ja, danke fürs Machen und danke fürs Zuhören. Tschüss. Okay. Tschüss, alles Gute. So, und jetzt ist